Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Aber heute ist es mal ein Video, denn ich bin ein bisschen traurig und auch ein bisschen wütend auf mich selbst. Ich habe es vorher nicht geschafft, unser Gemüsebeet zu machen. Der Knoblauch ist immer noch da, erzähle ich euch gleich. Wir machen heute das Gemüsebeet und ich will eine Sache ausprobieren. So ein bisschen was im Garten. Ich dachte mir, wir machen einen kleinen Gartenvlog, aber diesmal einen aktiven Gartenvlog, wo wir was tun. Und nicht nur zeigen, was sich so verändert hat. Ich freue mich sehr drauf und ich würde vorschlagen, wir starten erstmal mit dem Video. Ihr süßen Mäuse, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Ganz, ganz kurz, wir haben mittlerweile Mai. Und ich weiß, letztes Jahr habe ich, glaube ich, Mitte April angepflanzt. Ich hoffe, dass es nicht zu spät ist. Aber ihr habt es ja mitbekommen. Wir kommen hier im Moment zu nichts, was Hobby und Freizeit ist, sondern wir arbeiten gerade wirklich im Dauerlauf, damit wir dann zur Hochzeit im Laufe der nächsten 4 Wochen ein bisschen Ruhe haben und ein bisschen den Kopf frei kriegen. Allerdings ist ja die Hochzeit auch nur 1 bzw. 2 Tage bei uns. Und danach ist der Sommer ja noch immer lang. Und nur weil es jetzt gerade stressig ist, heißt das nicht, dass ich das ganze Jahr kein frisches Gemüse für uns haben möchte. Der Knoblauch, vielleicht könnt ihr es mir erklären, keine Ahnung, wie das passiert ist. Letztes Jahr habe ich ihn, glaube ich, im März schon eingepflanzt. Und dann kam der so ein bisschen und dann war er wieder weg. Da dachte ich mir, okay, komisch. Hab doch mal was rausgebuddelt, hab aber am Ende nur eine Tulpenzwiebel gefunden. Und dann habe ich einfach aufgegeben mit dem Knoblauch und dachte mir, okay, muss nicht sein. Aber dann kam der Winter und ich glaube, Knoblauch braucht einmal Frost. Und jetzt, das sind dicke Dinger da. Also, das sieht aus wie eine Frühlingszwiebel. Ich zeig euch das gleich. Wir fahren jetzt einmal in den Baumarkt. Sonnenbrille ist drauf. Habe ich bei Action gekauft. Für 1 Euro. Los geht's. Pelletier Verlag. Schön, dass es dich gibt. Jetzt mal schnell einen Wagen geholt. Man kann hier nämlich mit dem Auto einfach reinfahren und dann rausfahren und bezahlen. Das ist immer sehr, sehr gut. Das ist auch richtig cool, ne? So eine große Regentonne. Aber das brauchen wir nicht. Schaut euch das mal an. Ich zeige euch mal, was wir geholt haben. Einmal eine Snack-Paprika. Danny wollte unbedingt Erdbeeren haben. Deswegen haben wir 2 mitgenommen. Dieses Mal auch wirklich nur 2 Zucchinis. Die waren aber richtig, richtig gut letztes Mal. Ja, hier bin ich gespannt. Die sehen nicht mehr ganz so glücklich aus. Roter bzw. blauer Kohlrabi. Und auch hier bin ich gespannt. Das ist Edamame, also diese Sojabohnen. Es war das letzte Pflänzchen, deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Wir probieren uns dieses Jahr mal aus. Und schaut euch das bitte an. Aubergine. Und da ist sogar schon die erste einfach dran. Das macht mich sehr glücklich. Und dann habe ich hier noch 2 Tomatenpflanzen mitgenommen. Das ist ganz schön teuer, aber es ist halt Bio, ne? Okay, ich glaube, wir starten erstmal mit der neuen Bereinigung. Ich habe tatsächlich das Beet einmal schon sauber gemacht, aber da kommt natürlich immer wieder was durch. Hier ist Löwenzahn, könnte man sogar theoretisch eigentlich essen. Da seht ihr es, da ist der Knoblauch. Na, der ist richtig, richtig dick und saftig geworden und da versteckt sich auch noch einer. Da hinten seht ihr es, dort habe ich die Kartoffeln eingepflanzt vor vielleicht 2 Wochen und die sind richtig groß geworden. Und hier unser ganzer Stolz. Unsere Pfingstrosen, die sind einfach so wunderschön. Ich habe alles mal so ein bisschen sauber gemacht. Ich überlege, ob ich die Aubergine wahrscheinlich hier sogar in den Topf packe. Die ist natürlich jetzt schon recht groß und hier kann sie dann an der Wand lang wachsen. Kartoffeln bleiben auf jeden Fall da, der Knoblauch natürlich auch. Den Salat, denke ich, mache ich gleich hier vorne hin, denn das ist ja etwas, was man recht schnell isst. Und die Zucchinis mache ich dieses Jahr hierhin, da ist nämlich ein bisschen mehr Schatten. Entschuldigt bitte den Lärm natürlich im Hintergrund. Ich habe das jetzt einmal alles ein bisschen verteilt. Zucchini habe ich letztes Jahr gelernt, die werden sehr, 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 sehr groß. Jetzt habe ich wieder kurz einen Moment Ruhe. Hier mache ich die Tomaten hin. Ich buddel jetzt einfach mal. Ich brauche auf jeden Fall noch so ein Netz. Ich habe nämlich letztes Jahr festgestellt, dass sie einfach viel zu groß gewachsen sind. Dann kann das hier gleich rein. Ich pflanze das jetzt alles mal ein und dann zeige ich euch das fertige Ergebnis. Hulala, das war ganz schön anstrengend, weil jetzt auf einmal die Sonne rauskam, aber ich habe es geschafft. Wundert euch nicht, ich bin nicht heimlich im Badezimmer, sondern das ist der Teich. Ich habe jetzt alles eingepflanzt, ich bin gespannt, ob das dieses Jahr so klappt. Ne? Ich habe ja ein bisschen, habe ich ja im letzten Jahr schon gelernt und ich konnte ja nicht ahnen, dass der Knoblauch mitten im Beet stehen bleibt. Letztes Jahr hat das alles Sinn gemacht,
Bei dem Salat, ich glaube, ich habe ihn ein bisschen zu nah, aber ich mag es lieber ein bisschen dichter und ich vermute eh, dass das nicht klappt. Deswegen habe ich hier mal so einen Bereich gemacht, so einen Experimentbereich. Ne? Ich vermute, dass die Erdbeeren nichts werden, einfach weil ich es noch nie geschafft habe, dass Erdbeeren was werden. Den Kopfsalat und den blauen, blaue Kohlrabi-Zeugs. Die Pflänzchen sehen sehr, sehr zart aus. Ich werde das jetzt mal richtig schön angießen, aber ich zeige euch mal, wie es aussieht. Okay, hier ist jetzt alles drin. Hier haben wir den Kopfsalat, den blauen Kohlrabi, die zwei Erdbeeren. Sagt mir gerne mal, ob die vielleicht zu nah sind. Ich habe ja so ein bisschen den Erfahrungswert, dass die einfach, das wird nichts. Das vertrocknet jetzt und dann ist vorbei. Knoblauch und da hinten die Tomatenpflanzen, weil ich dort dann einfach so ein Gitter hinbauen werde. Ja, die werden ja sehr, 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 sehr hoch und dann kann ich hier so ein Kringelchen hinmachen. Und hier haben wir einmal die Zucchini-Pflanzen. Die werden riesig groß. Und ich habe es letztes Jahr einfach maßlos übertrieben. Ich wollte zwei Gurken und zwei Zucchinis. Am Ende hatte ich, glaube ich, oder drei Gurken und drei Zucchinis. Am Ende hatte ich sechs Zucchinis. Wir haben die Snack-Paprika und die Edamame. Auch die beiden brauchen dann so ein kleines Ranggitter. Ja, und die hier steht echt ein bisschen doof im Weg. Wenn ihr Tipps habt, wie man die umpflanzen kann nächstes Jahr, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare, weil ich will die auf jeden Fall behalten. Aber vielleicht halt nicht hier. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber wir haben den kompletten Teich voll mit Kaulquappen. Die sind jetzt alle da unten und haben sich so ein bisschen versteckt. Oh, ich hoffe, die werden was dieses Jahr. Okay, na, dann wollen wir mal. Oh, das dauert immer einmal, dann geht die Pumpe an. Jetzt machen wir erstmal grob, dass wir die Pflänzchen nicht so kaputt machen. Und dann wird es gut gewässert. Puh, so, ich habe jetzt mal ein bisschen durchatmen können. Ich habe so viel Sonnencreme im Gesicht gehabt, aber ich habe trotzdem gemerkt, na, es reicht jetzt dann auch mit der Sonne. Es war wirklich, wirklich schön. Ich bin richtig, richtig stolz, dass ich das heute in Angriff genommen habe. Und ich freue mich schon auf die erste Ernte. Vielleicht war es eine gute Idee, die Aubergine schon mit einem kleinen Besucher dran mitzunehmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Ernte. Es hat letztes Jahr einfach so viel Freude gemacht, immer mal wieder rausgehen zu können und mein kleines Tomätchen zu holen oder die Zucchini. Wobei, ich habe immer noch Zucchini eingefroren. Das Problem letztes Jahr war, wir waren ja dann zwischendurch mal immer weg und dann hingen sie einfach dran. Und ich dachte mir, klar, wenn sie länger dran sind, dann werden sie nicht schlecht. Aber sie werden dann halt einfach immer größer und am Ende hatten wir solche Dinge und die schmecken dann auch einfach nicht mehr. Und ich habe sogar gehört, dass sie, glaube ich, giftig werden irgendwann. Deswegen dieses Jahr kleinere Zucchinis. Ich gebe sie früher an Familie und Freunde, außer das, was wir natürlich brauchen. Und so Tomaten. Es geht ja hier nicht darum, Selbstversorger zu sein. Dafür haben wir einfach auch, glaube ich, keine Zeit und vor allen Dingen auch nicht genügend Platz im Garten. Nee, ich glaube, selbst wenn wir den gesamten Garten als Ackerfläche hätten, würde das nicht funktionieren. Es ist einfach Spaß, es ist einfach Hobby. Ich bin jetzt in dem Alter angekommen, da kann ich dann noch Gemüse anpflanzen und es dann auch essen. Es ist natürlich auch ein bisschen gesünder, wenn man, ihr wisst, was ich meine. Es macht auf jeden Fall einfach mehr Spaß, wenn man das Gemüse im eigenen Garten holen kann. Danny ist weiterhin fleißig. Wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Wenn ihr dieses Video seht, kommen wir, glaube ich, gerade erst wieder zurück aus Hamburg. Aber passt auf euch auf, fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.